Bin nämlich zu faul, später die Videodateien in kleinere Parts zu schnibbeln. Und Faulheit macht ja erfinderisch. Was ist das? Ein Thron mit Rückenlehne. Daran ist eine Maschine befestigt. Was die wohl macht? Beeindruckende Installation. Also nicht jetzt einfach mal schnell abschießen. Es tut mir leid, CEO. Ich weiß es nicht. Mein Fokus kann die Daten hier nicht lesen. Was ist mit der lebenden Ahnen? Sind die Daten verloren? Ich bin doch da, meine Güte. Lass mich doch erstmal... Ich hätte nie gedacht, dass Ted das wirklich macht. Ich dachte, er wollte mir nur Angst einjagen, um mich unter Kontrolle zu halten. Mir zu zeigen, was er kann ja antun kann, wenn ich aus der Reihe tanze oder bei seiner Behandlung Fehler mache. Er hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich motiviert geblieben bin. Was sagt das über mich aus, über uns? Es gibt nur noch so wenige von uns und trotzdem haben wir noch Geheimnisse voneinander, schreckliche Geheimnisse. Wie kann ich ihm erklären, dass es sich nicht innerhalb eines Tages, einer Woche oder sogar eines Jahres beweisen lässt, dass ein Organismus Unsterblichkeit erreicht hat? Hier trifft die Redewendung, die Zeit wird es zeigen, absolut zu. Ich habe keine Ahnung, wie lange sein Körper überleben wird. Ich weiß nur, dass er länger überdauern wird als meiner. Was die Therapie angeht, sind wir von zwei Schritte vor, einen Schritt zur Seite aufgestiegen. Mit jeder Behandlung regenerieren sich seine Zellen schneller. Ich glaube, im Moment altern sie gar nicht mehr, aber es treten immer wieder Mutationen auf. Und jede muss individuell behandelt werden. Bisher scheint meine pharmazeutische Holzhammerstrategie aufzugehen, aber für wie lange noch? Und mit welchen Nebenwirkungen? Die Ironie an der Sache ist, dass ich in den letzten 2 Jahren in diesem Forschungsfeld mehr erreicht hatte, als in der gesamten Branche in den letzten 20. Aber niemand ist hier, der das zu schätzen weiß. Ted ganz sicher nicht. Dieser Typ, dieser Tage scheint er gar nichts mehr zu schätzen. Also Ted hat sich größtenteils unsterblich gemacht. Damit er halt auf ewig überdauern kann. Warum ist klar? Und das hat wahrscheinlich der Typ auch vor. Und das wird noch ein Bossfight werden. Da bin ich mir ganz sicher. Willkommen zurück, Kino. Bitte, scanne das Gerät. Patientenspul mit einer Na super. Gentherapie leicht verändert und neue Medizin gegen die Mutationssymptome angewendet. Hoffentlich stabilisiert sich die Lage nach der nächsten Behandlung. Wer weiß, was Ted uns antut, wenn es so bleibt. Die ersten Ergebnisse waren so vielversprechend. Keine Spur von Alterung, keine Zelldegeneration. Aber jetzt, wenn ich in meinem alten Labor in Bangkok wäre, oder bei meinen alten Kollegen, oder bei meinem alten Schnaps, das war so klar. Es reicht. Wir müssen positiv denken. Für Kenya. Was? Ich weiß, dass du etwas gesehen hast. Liefern die Daten eine Erklärung für den Zweck dieses Geräts? Ich glaube, Pharaoh war in Behandlung, um sein Leben zu verlängern. Sehr zu verlängern. Wirklich? Der Blick eben von Taro. Von CEO. Wenn er überlebt hätte, hätte er seine Essenz behalten. Dann hätte er sie nicht an mich vererbt. Vergiss nicht, dass er der Erneuerer war. Er hätte sich bei der Suche nach den Geheimnissen von Leben und Tod durch nichts aufhalten lassen. Aber nicht für sich selbst. Alle seine Taten waren auf einen Neuanfang ausgerichtet. Für uns, die Quen. Und für seinen wahren Erben, mich.
So langsam, glaube ich. Du hast recht. Du hast wirklich viel mit Ted Farrow gemeinsam. Ich wusste, dass du mir zustimmen würdest. Ich glaube, du bist Ted Farrow. Seine Geheimnisse warten. Also entweder ist der das. Hm. Ist das ein kleines Büro? Für einen niederen Funktionär vielleicht? Du hast das für ihn gemacht? Ausschalter in ihre Köpfe eingesetzt? Kenya, verurteile mich nicht. Ich hatte keine Wahl. Hätte ich abgelehnt, was hätte er getan? Was würde er dir antun? Du bist meine Tochter. Ich wollte, dass du weiterlebst. Wozu, Dad? Im Ernst, wozu? Um in diesem unterirdischen Albtraum gefangen zu sein? Du weißt, was wir tun müssen. Bitte. Hast du eine Aufzeichnung gefunden, Aloy? Ja. Ich zeig sie dir später. Fällt mir nicht, dass sie hier alle so extrem bewaffnet stehen. Das hat doch irgendwas zu bedeuten. Okay, ich habe meine Sachen voll. Man weiß wirklich nie. Ich traue diesem Ted nicht. Oder diesem CEO. Diesem Halunken. Ist größtenteils alles voll. Diese ganze Atmosphäre gefällt mir ganz und gar nicht. Schau dir die Ausrüstung an. Wir nähern uns dem Zentrum von hier. Eine automatisierte Geothermalanlage direkt unter San Francisco. Ein Wunderwerk. Sogar ich kann sie bedienen. Und seien wir ehrlich, ich war immer eher Visionär als Ingenieur. Darum hatte ich die Weitsicht, auf den Einbau einer einzigartigen Funktion zu bestehen. Nur, falls mir jemand an den Karren fahren will, sozusagen. Woche 50, 844, Leistung 61%, Effizienz 54%, Basistemperatur 1084 Grad, Kerntemperatur 283 Grad. What the fuck? Ist die Kerntemperatur nicht meistens eher größer als die Basistemperatur? Also bei Planeten zumindest ist das so. Tretet die Tür ein. Ich suche nach einem anderen Eingang. Gute Idee. Das hat schon mal geklappt. In Ordnung. Leg los. Warum kann ich nicht hier durch? Das hinterfrage ich jetzt mal nicht, okay? Bestimmt irgendwo. Beeilung! Brecht sie auf! Ich verstehe es nicht, wie ich da nicht durch kann. Was bringt... Hä? Verstehe jetzt... Öffnet die Tür! Alter, der geht mir ganz schön auf den Sack. Reaktorbericht. Ansteigende Hitze. Was für ein Reaktorbericht. Warte mal.
Strukturelle Integrität niedrig. Kerngefährdet. Jegliche Störung könnte das Sicherheitsprotokoll auslösen. Vielleicht mal prüfen, was mein Fokus sieht. Ja, ich bin doch schon dran. So. Ist das eine Art? Wie lange kann es dauern, eine Tür zu durchbrechen? Junge, die Tür hat wahrscheinlich wesentlich. Sie ist weg. Hast du es auf die andere Seite geschafft? Er wird ganz schön nervig, der Kerl. Gibt doch hier bestimmt wieder eine Konsole. Die Musik gefällt mir ganz und gar nicht. Hallo, ich wollte interagieren und nicht drüber rennen. So, Omega-Freigabe. Also. Sonto und sein Kind sind tot. Ich habe sie heute Morgen zusammen auf dem Fußboden in seinem Büro gefunden. Sie müssen Gift geschluckt haben. Ich hätte sie nie ermordet. Sie war doch nur ein Kind, um Gottes Willen. Ich habe ihnen Leben geboten. Und so danken sie es mir, indem sie mich verlassen. Aber ich bin wohl schon von Anfang an allein gewesen. Ganz allein die Last tragen. Für die Vergangenheit, für die Zukunft. Das ist ganz Ted. Egal wer stirbt, er bemitleidet immer nur sich selbst. Les Zukunft, Les Kinder. Eines Tages kommen sie. Ich werde sie willkommen heißen. Sonto sagte, dass ich nicht mehr altere. Wenn überhaupt, regenerieren sich meine Zellen schneller als sonst. Ich muss nur abwarten, bis die Mutationen aufgehört haben. Zeit und Energie. Er sagte, ich bekomme alles Nötige im Reaktor, damit ich wieder stärker werde. Mein Leben wieder in Ordnung bringe, damit ich die Kinder begrüßen kann. Sie brauchen mich. Meinen Rat. Verstehe. Dann bin ich nicht mehr allein. Pharaohs Geheimnisse. Sind sie hier? Nicht die, nach denen du suchst. Dann müssen sie da drin sein. Glaub mir, da willst du nicht rein. Bist du verrückt? Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt aufzuhören. Diese ganze Atmosphäre so bedrückend. Da passiert doch gleich irgendwas. Na endlich! Pharaohs Vermächtnis gehört mir! Tja, blöd gelaufen, ne? Unsterblicher Mutant. Alles. Warte, nein. Pharaoh hat es so manipuliert, dass es das. Erledigt sie auch. Keine Zeugen. Wir müssen kämpfen. Ich halte dich auf. Ich weiß.
Ja, natürlich. Au! Oh, du Lappen. Ja, ich weiß. Man kann sie übertreiben. Ja, natürlich. Dieser Lümmel. Pharaoh hat den Reaktor manipuliert. Er läuft nach seinem Tod über. Wir müssen weg. Jetzt bloß hier raus. Ich will zwar nichts sagen, aber ist es nicht dumm? Hier geht alles vor die Hunde und ihr haltet uns auf. Wie wär's mal, wenn wir unseren Arsch hier rausbewegen, ihr Fotzen? Hoffentlich müssen wir die Kleine nicht mitnehmen. Idioten. Ich stütze alles ein und die lassen uns lieber. Das sind doch dumm. Wie kann man einem CEO so trauen? Aloy hat gepupst. So einen richtigen Schlurz. Aber mal machen. Genau, der Weg fällt so runter, dass wir ganz entspannt darüber gehen können. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier überhaupt lang soll. Weil man erkennt nichts. Also wenn ich jetzt hier sterbe, weil man nichts erkennt, dann ist es wieder eine Gameplay-Entscheidung, wo ich mir denke, what the fuck, warum? Klappt natürlich super.
Kann man mal machen. So. Die Kleine muss selbst so ein bisschen klarkommen. Ich weiß nicht. Das erinnert mich so ein bisschen an Dark Souls 1. Einfach nur in den Flammen ein bisschen Glanz reingesetzt habe. Ultra nervig. Ein bisschen weniger Bling-Bling hätte ausgereicht. Wir haben was gefunden, das hilft. Nicht mit einem Heimatland, sondern allen. Aber wo ist der CEO? Er ist tot. Man kann sagen, er hat sein Leben gegeben, damit wir die Geheimnisse von Theben entdecken können. Der Scheiß funktioniert. Ah ja. Du denkst bestimmt, ich wäre dumm. Was? Nein, nein. Der CEO war ein selbstgefälliger Egoist, der aus unserem Glauben eine widerwärtige, eigennützige Fantasterei gemacht hat. Und jetzt soll ich glauben, dass er sich für ein paar Datenfragmente geopfert hat? Es ist die Stunde der Wahrheit und ich hoffe, sie überzeugt mich. Ansonsten befehle ich den Soldaten, das Feuer zu eröffnen. Ich mochte den CEO doch selbst nicht. Das stimmt. Ehrlich gesagt, hat der CEO alles versaut. Er zerstörte Theben und starb als rückgratloser Feigling. Aber was wir dort unten gefunden haben, kann eurem Heimatland helfen. Wenn ich es verwenden kann. Wenn es sein muss, kämpfe ich mich hier raus. Aber es geht auch anders. Du kannst mich gehen lassen. Und dann gut dastehen, wenn sich die Lage verbessert. Der Scheiß funktioniert. Wetten? Wetten? Erfolg klingt auf jeden Fall besser als Versagen. Es scheint, als wären unsere Schicksale miteinander verwoben. Landfall steht dir offen. Wenn es dir hilft, kannst du kommen und gehen, wie du willst. Das war so klar. Alva muss mit dir reisen und von deinen Mühen berichten. In Ordnung. Immer mit. Theben hat also in der Base rumgammeln. Wert mehr für uns. So ist es. Wir kehren zurück zur Flotte. Alva. Ich erwarte Berichte von dir. Gründliche. Ach, ich dachte, er würde uns töten lassen. Aber stattdessen darf ich mit dir reisen. Das ist schön. Aber ohne Hilfe wirst du unsere Basis nicht erreichen. Bar, ich habe eine neue Freundin. Triff sie bei der Quen-Fähre und eskortiere sie zurück. Klar. Ich kann es kaum erwarten. Je mehr Frauen, desto mehr Spaß von Val, oder was? Es wird dir gefallen. Na super. Val gibt dir einen besseren Fokus und mehr Daten, als du verarbeiten kannst. Gehe zur Fähre. Ich komme so bald wie möglich nach Osten. Eine Wahrsagerin muss der Wahrheit folgen, wohin sie auch führt. Wir sehen uns dort. Na wunderbar. Ach, herrlich. Arrows Schicksal enthüllt. Ja, Ted Farrow war ein Arsch, das ist schon klar. Habe, können wir Hephaestus schnappen. Aber bevor ich zur Fähre gehe, schaue ich bei Landfall vorbei. Vielleicht reden nach dem Tod des CEOs Merquen mit mir. Fähre zur Basis zurück. Ich sollte mich wohl auch mal auf der Insel umsehen. Ich wechsle besser die Kleidung. Unglaublich, dass ich mich für den CEO verkleiden musste. Oh, Aloy, du bist nur am Jammern, wirklich. Nur am Heulen.
Unauffällig. Fernkampf. Was haben wir denn hier? So, jetzt kann ich den Look anwenden. Das ist gut. Das ist alles schon interessant. Ich trage eigentlich eine ganz andere Rüstung. Ich kann unten links im Sonnenlicht nicht mal den ganzen Kram sehen, weil ja, ein bisschen übertrieben ist. So, dann würde ich die Aufnahme erstmal beenden, weil ich muss ganz dringend auf Toilette und sind schon wieder bei 30 Minuten, was okay ist.